Honey, what's wrong? Q is just a Q followed by four silent letters. Oh fuck. How's it hoppin', fellow kids? Wisst ihr, es gibt einen Vorteil, dass Lehrer keinen Humor haben. Stimmt so nicht, wir haben nur keinen guten. Und deswegen sehen wir uns heute r/grammar-memes an. Ein Subreddit, wo es nur darum geht, Memes über englische Grammatik zu machen. Ich bezweifle, dass wir hier die verlorenen Perlen des Humors finden, aber vielleicht können wir ein paar Dinge lernen. Me. Dash. Hey, why aren't you looking at me? Dieses Dash als Satzzeichen ist übrigens ein super Ding und super einfach zu benutzen und wird von vielen Autoren verwendet. Einfach weil man es anstelle von Komma, Semikolon, Punkten, ist eigentlich universell einsetzbar. Es gibt da allerdings ein paar Unterschiede. Es gibt Dash, Hyphen, M-Dash, N-Dash. Es gibt da so viele, vielleicht sollte ich darüber mal ein Video machen, über die verschiedenen Formen der Dashes. Chat English. Very basic alphabet. Confusing and harsh grammar. Haha, apostrophe go. Invents new words for everything, sometimes just for the meme. Mercedes has three E's in it and you pronounce all of them differently. Wisst ihr, darüber habe ich nie nachgedacht. Mercedes hat drei verschiedene E's, alle werden anders ausgesprochen und ich könnte euch nicht erklären, warum. Your retardation is disadvantageous. I preferred you all vermouth with great importunity. Oh crap, it's a thesaurus. Ein Thesaurus ist übrigens so eine Art Wörterbuch für Synonyme, das heißt Wörter, die gleiche Bedeutung haben. Sehr beliebt bei verschiedenen Leuten, vor allem wenn man eine Hausarbeit schreiben soll und nicht immer das gleiche Wort benutzen möchte. Allerdings mit Vorsicht zu genießen, sonst sieht man Sätze wie die hier. A racist asshat. A racist asshat. Und mit einem bisschen Photoshop Magic können wir die beiden miteinander kombinieren, um den perfekten Arschloch zu bauen. People who don't understand punctuation. Helping your uncle jack off a horse. Helping your uncle jack off a horse. Ja, kleines Komma, große Änderung der Bedeutung. Let's eat, Grandma. Let's eat, Grandma. Komma, save lives. Past tense, grew. Past participle, grown. Past tense, flew. Past participle. Okay, und hier haben wir das als mathematische Gleichung und wir suchen das x. Deswegen stellen wir die Formel nach x um, kürzen ein paar Sachen und schon haben wir flown, was tatsächlich die Past Participle Form von flew ist. Ich finde es wirklich faszinierend, wenn wir mathematische Formeln, und das werdet ihr im Leben immer mehr finden, einfach auf verschiedene Dinge anwenden können. Im Endeffekt ist der Mathematik nichts anderes als eine Vereinfachung von Naturgesetzen und Regelmäßigkeiten. Das heißt, wenn wir andere Gesetze wie Grammatik nehmen, dann können wir tatsächlich ähnliche Lösungsstrategien verwenden. Leider ist Sprache doch etwas flexibler als die Mathematik und Naturgesetze und deswegen klappt es nicht immer. Aber diese verschiedenen Ansätze tatsächlich funktionieren zu sehen. Grammar. The difference between knowing your shit and knowing you are shit. Die beiden yours streiten sich die Leute jeden Tag drum. Große Bedeutung, falls sie es falsch macht. Und hier direkt den nächsten. Grammar is the difference between feeling you're nuts and feeling you are nuts. Say asterisk again. I dare you. Hier ist das Asterisk gemeint, was dieses kleine Sternchen ist, falls ihr irgendeine Anmerkung machen wollt normalerweise. Und viele sprechen das einfach Asterisk aus. Me and my friends. My friends and I. In der englischen Umgangssprache tatsächlich gar nicht selten, dass wir die Objektform me vorne im Subjekt haben. Grammatikalisch richtig ist allerdings my friends and I, weil I in der Subjektform stehen muss. Meine Güte, den socially awkward penguin, den habe ich ja seit Jahren nicht mehr gesehen. Um mal ehrlich zu sein, das Subreddit ist so klein, wir gucken uns alle Posts da drin an. Das Ding ist über 10 Jahre alt und wir gucken uns alles an in diesem Video. Es ist wirklich nicht viel. Das heißt, wir machen aber so eine kleine Zeitreise durch die Meme-Geschichte. Das heißt, das hier ist noch ein Meme aus meiner Zeit als großer Mimer damals in der Schule. Grammar corrected by German girl. Calls her a grammar Nazi. Multiple people are typing. You're an asshole. You are. Wisst ihr, wenn man einen bestimmten Ruf schon weg hat, dann kann man sich da einfach reinlehnen und aus den Vollen schöpfen. Someone who believes people should be able to communicate any way they want. Descriptive grammarian. Descriptive grammar im Gegensatz zum prescriptive grammar beschreibt nicht, wie man eine Sprache benutzen soll und muss, sondern sie guckt sich an, wie eine Sprache tatsächlich im normalen Leben benutzt wird und versucht daraus die Regeln und Gegebenheiten herauszufinden. Allerdings ein großer Unterschied nochmal zu dem, jeder sollte sprechen, wie er will und descriptive grammarian. Yeah, well, you know, the Oxford comma is just like your opinion, man.
Das Oxford-Komma ist übrigens für die, die es nicht wissen, ein Komma, das wir bei der Aufzählung benutzen können. Wenn wir zum Beispiel drei Dinge aufzählen, können wir vor das and noch ein Komma setzen. Kann einen Unterschied machen, wenn wir zum Beispiel haben I love my parents, Mickey Mouse and Donald Duck. Könnte das die Bedeutung haben, oh, ich liebe meine Eltern, Mickey Mouse und Donald Duck. Es könnte aber auch heißen, dass Mickey Mouse und Donald Duck meine Eltern sind. Wenn wir das optionale Oxford-Komma nach das Mickey Mouse setzen, gehen wir wirklich auf Nummer sicher, dass die Leute verstehen, nein, wir zählen hier drei verschiedene Dinge auf. Meine Eltern, Mickey Mouse und Donald Duck. First come, first serve. First come, first served. Hier haben wir eine Umgangssprache im Englischen. Das normale Sprichwort ist normalerweise first come, first served. Das heißt, wer zuerst kommt, malt zuerst. Die meisten sprechen es aus als first come, first serve. Das heißt, die sind die Ersten, die bedienen statt bedient werden. Haben wir ganz oft in diesen Sprichwörtern, die einfach im Alltag falsch verwendet werden. Zum Beispiel, I could care less. Normalerweise müsste es bedeuten, I couldn't care less. Es könnte mich nicht weniger interessieren. Allerdings die meisten sagen dann, I could care less, also mich könnte es noch weniger interessieren, was nicht das ist, was sie meinen. Your shoe is over there. Look at one of their laces. It's in a knot. Oh Gott, englische Aussprache, ey. Also, wenn man es liest, man weiß, wie es ausgesprochen wird. Allerdings, das sind nicht die Wörter, die man meint. Am I the only one around here who knows that apostrophes are never used to blow a license out? Sehe ich tatsächlich öfter, als es mir lieb ist, dass das S hinten bei der Mehrzahl mit einem Apostroph geschrieben wird. Ach, falsch, niemals tun. Mehrzahl ohne Apostroph. That's a nice ham you got there. Would be a shame if someone put an S in front and an E behind it. Jetzt sind wir wirklich bei Dad-Joke-Wortwitz-Territorien angekommen. Hier ist ein guter Punkt, um das Video zu beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Habt ihr etwas gelernt? Was war euer Lieblingsmeme? Und vielleicht sehen wir uns in Zukunft auch noch ein paar mehr lustige Englisch-Grammatik-Memes an. Schaltet dafür ein. Bis zum nächsten Mal. Bye.